Ach du große Scheiße. Das muss ich euch im Camcorder zeigen. Oh. Wow. Jetzt schaut euch das mal an. Da komme ich hoch. So, und bin hier hochgelaufen und hier geht's. Das ist der Rest vom Aufstieg. So, auf den ersten Blick sieht das erheblich leichter aus. Ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft. Fast jedenfalls. Von da kam ich gerade hoch. Da drüben ist übrigens die Rote Flü. Da komme ich nachher auch noch mal vorbei. Okay, hier gibt es noch mal eine klifflige Stelle. Ich gehe hier drüben. Ja. Die letzte schwere Passage, würde ich sagen. Also hier dürfen wir jetzt nochmal in die Tasten greifen.
Das letzte Stück war jetzt echt toll. Das ging total easy, total flott hoch. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Das war jetzt richtig geil. Keine Angst mehr, kein nix. Einfach nur noch locker leicht hoch und genießen. Ach, das war herrlich. Und da geht's weiter. Wow, endlich mal Gehgelände. Das ist ja was ganz Neues. Das sieht nach einem kleinen Steig hier aus. Früh gefreut. Jetzt habe ich ein kleines Orientierungsproblem. Ich weiß nicht genau, wie ich weitergehen soll, weil hier ist der Weg vorbei, geht wieder nach unten bzw. ins Nichts. Hier ist eine ziemlich schwere Bergaufpassage, die muss ich nicht unbedingt gehen. Hier genauso. Die schaffe ich zwar schon, aber vielleicht gibt es noch eine leichtere Stelle. Ich gehe noch mal ein Stückchen runter. Vielleicht kann ich da ein Stück rauf gehen. Und dann hinten rum. Ich probiere es mal aus. Ich bin das Stück jetzt ein bisschen entlang gegangen. Und hier geht es ein bisschen weiter. Ich glaube hier, da müsste ich hochkommen. Das schaut gut aus. Oh, was sehe ich da? Die Idee war gut, hat funktioniert. Und noch besser ist das hier. Achtung und Gipfelkreuz. Nur noch ein paar Schritte. Yeah.
ist das geil. Ich hab's tatsächlich gerockt. Meter. Ich bin auf dem Gipfel vom Gimpel. Oh. Und jetzt kommt der geilste Moment dieser Tour. Raus aus den Kletterschuhen. Oh, das wurde jetzt höchste Zeit. Oh. Ein Gefühl wie Weihnachten. Puh. Aber sie haben mir gute Dienste geleistet. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich hab's tatsächlich geschafft. Es ist kaum zu glauben. Da fehlen mir jetzt echt die Worte auch. Irgendwie kann ich es noch nicht so richtig fassen. Ich war so knapp davor aufzugeben. An den Schlüsselstellen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und es ging doch weiter. Hab mich irgendwie durchgekämpft, Meter für Meter. Ich muss aber auch sagen, der Plan mit meinem Klettersteigset, der ist aufgegangen. Ich konnte mich tatsächlich ab und zu an irgendwelchen Bohrhaken sichern, konnte zumindest mal ein bisschen verschnaufen. Und das war natürlich von der Psyche her sehr wertvoll und deswegen habe ich es dann letzten Endes geschafft. Tja, und jetzt sitze ich hier und genieße die Aussicht. So, und jetzt geht's über den Normalweg wieder runter. Ist irgendwie ein bisschen leichter wie der Westgrat.
Hier ist jetzt der Abstieg. Aber ich habe mich gerade anders entschlossen. Ich laufe lieber diesen Grat da hinter mir entlang, bis zur Kellenspitze. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist das sogenannte Gimpelgrätle. Ich laufe einfach mal, soweit es geht. Es geht dann hier entlang und dann da an dem Grat hoch. Boah, toll. Der Weg hat sich schon gelohnt. Edelweiß. Noch mehr. Hier. Alles voll damit. Ja. Habe ich noch nie so dicht auf einem Haufen gesehen. Klasse. Das war jetzt ein eindeutiges Zeichen. Den Weg muss ich weitergehen. Ich bin jetzt hier diesen schroffen Hang abgestiegen. So, hier ist nämlich so eine kleine Verbindung zu dem Grat hier. Da muss ich jetzt irgendwie raufklettern. Kleiner Rückblick. Da bin ich runter. Da geht es auch tief noch mal rein in eine Scharte. Dann bin ich da hochgekraxelt. Nein, das Seil habe ich nicht zur Hilfe genommen. Das sah mir ehrlich gesagt nicht sicher aus. Und jetzt bin ich wieder auf dem Grat oben. Wie man sehr deutlich erkennen kann. Ja, im Moment läuft's. Aus. Da geht's brutal steil runter. Ich würde das wahrscheinlich raufschaffen. Vom Schwierigkeitsgrad her traue ich mir das zu. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich nochmal antun soll. Einmal am Tag reicht eigentlich. Ich glaube, ich drehe wieder um und nehme doch den ganz normalen Abstieg vom Gimpel. Muss ich halt jetzt ein Stückchen zurücklaufen. Da gibt es auch noch einen Klettersteig, den Friedberger Klettersteig. Den werde ich dann noch gehen und dann gemütlich zum Auto zurücklaufen. Kein Risiko mehr eingehen. Ich denke, es reicht für heute. Also, umdrehen. Das wird jetzt eh schwierig genug. Ist hier feucht und deswegen auch rutschig. Muss ich sehr vorsichtig sein. So, dann muss ich jetzt runter und dann da drüben wieder hoch.
So, geschafft. Ich bin jetzt wieder am Normalweg angekommen. Da gehe ich dann runter. Dann geht es natürlich noch mal hoch auf den Roten Flü. Dann noch mal einen Klettersteig, den Friedberger Klettersteig. Und dann geht es nach unten. Ja, der Ausflug hier am Gimpelgrätle hat mir ordentlich Zeit gekostet. Um 11.30 Uhr bin ich oben losgelaufen. Jetzt ist es 13.30 Uhr. Aber egal, das war es wert. War echt toll. Ich muss noch ein bisschen aufs Wetter achten. Denn für 16 Uhr ist Gewitter vorhergesagt. Im Moment schaut es noch ganz gut aus. Mir fällt da gerade was auf. Die Wolken da waren vorhin noch nicht da. Die hier. Ich beeile mich einfach ein bisschen. So, jetzt bin ich wieder an der Judenscharte. Hab den Gimpel einmal umrundet. Ja, und da ist er wieder, der Westgrat. Da bin ich heute früh rauf. Das kann man kaum glauben. Ja. Jetzt mache ich erstmal ein kurzes Päuschen. Und dann geht's weiter mit dem Roten Flü. Ab hier wird es jetzt deutlich belebter. Deswegen filme ich nicht mehr so wahnsinnig viel, halt nur ab und zu mal drauf und werde auch wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Es ist jetzt 14.30 Uhr und vor mir ist der Rote Flü mit 2111 Metern. Tja, ihr habt es gemerkt, ich bin gleich wieder weitergelaufen. Da war viel zu viel los da oben. Ich mache gleich weiter auf den Friedberger Klettersteig. Dann geht es nochmal auf den Schattenschrofen. Oder Schrofenschatten? Keine Ahnung, ich blende es ein. Und dann geht es an den Abstieg.
toller Klettersteig. Den kann man auch prima am Fels gehen. Ist eigentlich immer ein Griff und ein Tritt da. Ist echt schön. Ja, und ich glaube, der Gipfel ist auch nicht mehr weit. Ich bin an der Schadschrofen angekommen. Die ist 1968 Meter hoch. Von da oben komme ich. Wahnsinn. Da entlang. Und dann da wieder rauf. Es ist jetzt 15.30 Uhr. Im Moment sieht es noch nicht nach Gewitter aus. Also alles bestens. Und ab jetzt beginnt sowieso der Abstieg. Aber vorher gibt es natürlich ein kleines Päuschen. Suppe. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe ausgiebig Pause gemacht. Habe mich gestärkt. Die Wolken kommen und gehen. Im Moment sieht das noch nicht bedrohlich aus und ich mache mir jetzt so langsam aus hier an den Abstieg. Wenn ich das richtig in meiner Karte gesehen habe, kommt jetzt nichts mehr Besonderes. Und deswegen beende ich das Video auch an dieser Stelle. Mein Resümee fällt diesmal recht kurz aus. Es war mit Abstand die schwerste Tour, die ich jemals gemacht habe, aber auch die beste. Ich bin fix und fertig, aber glücklich. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!